Herr Kommissar, wir wünschen uns alle, dass die Marktkrise bald zu Ende ist und Bäuerinnen und Landwirte wieder gute Preise für ihre Produkte und die tägliche Arbeit erhalten. Ich beobachte wöchentlich die süddeutsche Butter- und Käsebörse mit ihren Notierungen, und leider ist eine Trendwende nicht in Sicht. Deswegen möchte ich Ihnen vier Dinge vorschlagen und möchte Sie fragen, ob das möglich ist, umzusetzen. Erstens, denken Sie daran, ein Anreizsystem für eine zeitlich befristete Reduzierung der Milchkuhbestände zu schaffen. Die zweite Maßnahme wäre, wollen Sie Verwertungszuschläge für die verarbeitende Industrie wieder einführen, welche dann Butter und Sahne tatsächlich wieder in Backwaren und in Speiseeisproduktion hineingenommen werden. Drittens, die Flüchtlingshilfe ist ein sehr guter und sehr wichtiger Ansatz. Aber es muss gewährleistet sein, dass die europäischen Nahrungsmittel verwendet werden. Und als viertens brauchen wir dringend die Erhöhung der De Minimis-Regelung, um tatsächlich die nationalen Maßnahmen umsetzen zu können. Dankeschön.